Dankeschön. Ich heiße Wladimir, ich bin Taxifahrer, meine Taxi da stehe. Ich liebe das alles Mensch, alle Hamburg. Ich habe Spaß ohne Ende. Meine Philosophie, ich mache nicht so Partei. Das ist zu viele Worte. Ich bin sowieso Russe, ich verstehe noch nichts. Meine Philosophie ganz einfach. Bring in deinen Kopf Wahrheit. Wir lügen zu viel. Partei lügen, Industrie lügen, Essen lügen, alle lügen. Ich lüge auch. Vorsicht. Ja. Ich sage, in Christi, wir müssen suchen Wahrheit. In Herz, Liebe. Tanken voll mit ihrem Herz, mit Liebe. Und wir leben im Paradies. Ohne Partei, ohne Nationalität, ohne alles. Ich liebe euch. Viel Spaß. So, nochmal ein ganz anderes Thema. Es ist gerade wieder Fußballzeit. Alle Sorgen, die um uns herum so geschehen in der ganzen Welt, sind vergessen. Nationalismus, was die junge Dame gerade sagte, findet in der ganzen Welt statt, weil jeder will gewinnen. Ne? Und Deutschland, ich glaube, ich brauche da nichts weiter zu sagen. Ne? So, und das geht jetzt um das Thema, ich habe mir ein paar Gedanken aufgeschrieben, über die ihr heute Abend vielleicht mal nachdenken solltet, wenn ihr mögt. Titel habe ich einfach mal genannt, mit Vollgas ins Verderben. Und zwar sind das Fakten, die ich aus der Welt kompakt einfach mal festgehalten habe für euch. Die Ausgabe ist am Dienstag erschienen, dem 5.6. Und da wurde beschrieben, das Verschuldungsbarometer zeigt, wobei unser Land mit fast 2000 Milliarden Schulden auf Platz 2 nach Frankreich steht. Und die Warnung der Gesamtverschuldung der gesamten EU, die schon gar nicht mehr beziffert wird, werden in den Wind geschlagen. Die ganzen Warnungen, dass die Verschuldung überhand nimmt. Die BRD schreitet weiter mit dem Ausverkauf von alten, über Jahrzehnte aufgebauten Firmen und Patenten vor allen Dingen fort, als würden sie Sauerbier verkaufen. Nur um angeblich nicht den Anschluss an das neue digitale Zeitalter zu verpassen und wirtschaftet das Land weiter mit ihrer Kurzsichtigkeit ins Verderben, um schnelle Profite zu erzielen. Und die Grundbedürfnisse und Rechte jedes Einzelnen werden aufgeweicht und mit Füßen getreten. Das wichtigste Grundbedürfnis aller, nämlich bezahlbarer Wohnraum, auf lange Sicht gestellt zu bekommen, wird aus Habgier und Profitzucht entzogen und damit überhaupt die Existenzgrundlage jedes Einzelnen. Wenn diesem Trend nicht kurzfristig ein Ende gemacht wird, sehe ich schon ein Szenario für unsere Zukunft, das fast einem Krieg gleichkommen wird, wenn es nur noch ums nackte Überleben jedes Einzelnen gehen wird. Ergo müssen wir alle endlich gemeinsam die Wende dieser falschen Politik einläuten und aufzeigen, dass wir das nicht länger so hinnehmen werden. Unser gesamtes Sozialsystem gerät aus den Fugen, weil sich immer mehr daraus bedienen und das wird auch zum Super-GAU führen, weil unser Land nicht wirtschaften kann. Und wenn wir gemeinsam nicht endlich aufwachen und erkennen, dass nur wir Demokratie, wie die junge Dame ja anregte, kann nur von jedem Einzelnen gelebt werden, indem wir gemeinsam was verändern für die Zukunft der nächsten Generationen. Schönen Abend noch.